herzlich willkommen auch von mir. Ich habe als Einstieg erstmal ein altes Video mitgebracht, beziehungsweise das habe ich nicht mitgebracht, das hat uns Gabriela Verhorst vermacht, die kam nämlich drauf. Sie wird nachher auch nochmal vorgestellt von Michael. Das stammt von 1983 und ist aus der Kindersendung Löwenzahn. Tag. Tag. Was haben Sie denn da in der Hand? Ihnen ist doch nicht etwa... Ja, doch, doch. Ich habe alles ausgeliefert und nun ist mir selber der Sprit ausgegangen. Ihnen? Mit Ihrem großen Tankblaster? Ja. Aber Sie haben noch sicher einen Reservekanister mit. Nein, ich kann Ihnen leider nicht helfen. Ich habe kein Benzin. Ja, wie kein Benzin? Na, dieses Auto fährt nicht mit Benzin. Was? Ach, das ist doch... Das ist doch ein ganz normaler... Nein. Nur Batterien? Ja. Ja, aber irgendwo muss doch der Motor sein. Ach, da ist ja der Einfüllstutzen. Sehen Sie? Das ist gar kein Einfüllstutzen. Eine Steckdose. Das Auto hier nämlich läuft mit Strom. Mit Strom von den Batterien da vorne. Und die werden aufgeladen über diese Steckdose. Das Auto hier braucht kein Benzin, also auch kein Erdöl. Ja, nur zur Stromgewinnung braucht es auch Erdöl. Na, nicht unbedingt. Man kann Strom auch machen aus Wasserkraft und natürlich aus Sonnenenergie. Und eines Tages, wenn wir weiter erfinden und nachdenken, dann kriegen wir vielleicht all diese Benzinstinker von der Straße. Aber ich nehme Sie trotzdem mit zur nächsten Tankstelle. Hier ist Ihr Reservekanister. Ganze Ecke weiter sein können. Hier nochmal der kurze Zeitplan für heute. Einleitung, Grußwort von mir, dann mache ich gleich weiter mit dem mit der Übersicht über Elektrofahrzeuge und dann kommen noch weitere drei Vorträge bzw. ein Interview am Ende, aber das sehen Sie dann sowieso, wenn es soweit ist. So. So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, auch von mir ein herzliches Willkommen hier in der schönen Taunusgemeinde Wehrheim. Die Bundestagswahl hat es gezeigt, das Thema Klimawandel ist wichtig wie nie zuvor. Und wie Michael vorhin gesagt hat und natürlich auch mir, wollen wir die Begrenzung auf 1,5 Grad nach dem Pariser Klimaschutzabkommen einhalten und den Untergang von zum Beispiel den Marshallinseln bis 2100 verhindern, dann müssen wir alle. Die Bundesländer, die Landkreise, die Kommunen, jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin klimaneutral werden. Das bedeutet, dass wir alle an jeder Ecke CO2 einsparen, wo es nur geht. Es macht einen Unterschied, ob wir mit einem Verbrenner zum Einkaufen fahren oder mit dem Elektroauto oder mit dem Lastenfahrrad oder zu Fuß gehen. Es macht einen Unterschied, ob wir in den Urlaub fliegen, mit dem eigenen Auto fahren oder dazu ein Carsharing-Modell verwenden oder Bahn fahren. Wir alle haben es in der Hand. Keiner wird ab sofort komplett klimaneutral unterwegs sein können, aber wir können dafür heute die Weichen stellen. Die Elektromobilität ist ein Baustein unter ganz vielen, die zur CO2-Reduzierung beitragen können. Zur Mobilitätswende gehört neben dem Umstieg auf Elektroautos aber unbedingt auch ein Umdenken in der Mobilität als solche. Viele können nicht auf das Auto oder gar das Zweitauto verzichten, weil vielleicht der öffentliche Nahverkehr zu große zeitliche Nachteile mit sich bringt. Oder weil sonst die Sportvereine für die Kinder mangels gute Verbindungen in den Nachbarort unerreichbar werden. Hier auf dem Land haben auch nur wenige eine super Verbindung mit Bus und Bahn in die Arbeit. Aber auch hier kann vielleicht in manchen Fällen der Weg anders bewältigt werden. Und die Kombination aus E-Bike und Bahn wäre eine Möglichkeit. Die boomenden Zahlen bei den Fahrrädern und Lastenrädern in der Corona-Pandemie zeigen, dass es anders gehen kann. Nehmen wir häufiger statt des Autos das Fahrrad oder haben wir nur noch ein Auto für die Familie, um etwa 80% der restlichen Fahrten abdecken zu können, so ist viel gewonnen. Und für die allerletzten 20% nutzen wir die Bahn oder ein Carsharing-Auto. Die Entscheidung, wie und wo jede einzelne von Ihnen CO2 einsparen kann, die müssen Sie für sich selbst treffen und allein. Ich bin mir sicher, dass Sie alle für sich die beste Möglichkeit finden werden. Heute wollen wir Ihnen Informationen und Erfahrungsberichte an die Hand geben, die vielleicht dabei helfen, die eigene Mobilität in Zukunft nachhaltig zu machen.
nachhaltiger gestalten zu können. Viel Spaß. So, ich hatte Ihnen ja versprochen, dass jetzt noch ein Vortrag kommt. Und zwar, jetzt machen, mal wieder, eine Übersicht über die Elektrofahrzeuge. Ich bin hergegangen und habe mir einfach mal angeguckt, welche Fahrzeugklassen wir im Moment so haben. Als da wären Busse, LKW bis 40 Tonnen, dann LKW in verschiedenen Gewichtsklassen, Transporter, dann die typische Familienkutsche bei den PKWs, Oberklasse, Luxusklasse, dann Kompakt- und Kleinwagen, Kleinstwagen, dann gibt es die ganzen verschiedenen Motorräder und auch Roller oder auch Scooter genannt, Lastenrad, E-Bike und auch den normalen Tretroller. Der steht jetzt hier als Scooter, also da irgendwie, da gehen die Begriffe ein bisschen durcheinander bei Roller und Scootern. Dann habe ich mal gehört, das passt aber eigentlich nicht mehr zu den Elektroautos. Bei den Elektroautos ist das etwas anders. Da geht nämlich die Sortierung rein nach dem Anwendungszweck. Und dann sieht es etwas anders aus. Dann haben wir zum Beispiel LKW für die Langstrecke. Hier ein Bild von dem Semi von Tesla, der angekündigt wurde. Der soll angeblich bis zu 800 Kilometer können. Was? Okay. Ja. Danke dir. Ansonsten gibt es da noch ganz viele verschiedene Technologien, die da im Anmarsch sein sollen. Zum Beispiel Stromabnehmer für Bergstrecken und was weiß ich, was noch alles. Auch Brennstoffzelle ist da noch im Gespräch, aber da glaube ich nicht endlich dran. Jetzt verstehe ich nichts mehr. Entschuldigung. Bitte? Jetzt war es eben zu leise und zu nuschelig. Okay. Dann so ist jetzt so besser. So muss man sagen. Näher an den Mund, bitte. Näher an den Mund, also so. Ich lerne das noch. Und langsamer, okay. Also verschiedene Technologien sind da im Anmarsch, unter anderem auch Stromabnehmer für die Bergstrecke oder auch Brennstoffzelle, aber da glaube ich nicht so richtig dran. Die nächste Geschichte sind dann die LKWs für die Kurzstrecke. Da gibt es ganz, ganz viele, praktisch jeder große LKW-Hersteller hat schon welche im Angebot. Sie können alle so um die 300 Kilometer fahren. Das reicht für den täglichen Verbrauch durchaus aus. Und wenn die Aus- oder Umladen oder Mittagspause machen, sind die auch wieder voll geladen. Also das funktioniert. Die Transporter gibt es in verschiedenen Größen und Reichweiten, was man so braucht. Bei den Bussen haben wir oben rechts, die Bilder sind übrigens immer im Uhrzeigersinn angeordnet, oben rechts hängt es an. Oben rechts ein Bus aus Mainz, der fährt elektrisch, und unten einen von Ebusco. Bis 575 Kilometer schafft der. Also da können Sie locker den ganzen Tag fahren im Stadtverkehr. Ist das ein deutscher Hersteller? Oh, da bin ich jetzt überfragt. Müsste ich nochmal gucken. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Dann PKW für die lange Strecke. Das bedeutet ab 60 Kilometer pro Tag, die man fahren muss, wäre es zum Beispiel einer von Tesla, das Model S, oder von BMW oder VW. Die können bis 600 Kilometer oder 630 Kilometer, je nachdem, können die fahren. Damit können sie auch locker 1200 Kilometer am Tag fahren. Ist überhaupt gar kein Thema. Sie laden einmal oder zweimal unterwegs auf und es funktioniert. Für die Kurzstrecke empfehlen sich dann Autos mit Reichweiten so um die 300 Kilometer. Die sind dafür gedacht, dass sie etwa 60 Kilometer am Tag fahren, maximal. Dann brauchen sie einmal in der Woche zu tanken. Für die extra Kurzstrecken, also nur mal eben so zum Einkaufen, wenn man nicht mal so gut mit dem Rad unterwegs ist oder im Nachbarort, da bieten sich dann die Scooter an, oben der von NIO, dann unten einer von UNO und ganz links einer von der Renault Twizy. Das ist im Prinzip auch nur ein vierrädriger Scooter, nichts anderes, mit ein bisschen Dach drumherum. Die fahren alle 45 Stundenkilometer, bis auf den NIO, der kann auch schneller bis 70 fahren, da brauchen Sie dann einen kleinen Motorradführerschein. Die Motorräder gibt es natürlich ganz, ganz viele und da kann man auch schon ganz tolle Designideen sehen. Die Pocket Rocket oben rechts, dann der Yohammer darunter, Novus und Zero hat glaube ich 7 oder 8 verschiedene Motorräder im Angebot, hier nur 2 zum Ansehen. Die machen richtig Spaß, die Dinger werden, die
hier glücklich, statt mit dem Auto in die Arbeit zu fahren zum Beispiel. Braucht dann auch wieder weniger Strom als mit einem großen Auto. Das würde auch funktionieren. Die Fahrräder. Ein paar normale Trekkingfahrräder, ein paar Lastenräder, da gibt es verschiedene Bauformen. Da gibt es für jeden etwas dabei, wer es haben möchte, wer es braucht. So, dann bin ich eigentlich auch schon durch und übergebe jetzt wieder an den Michael. Also das ist mir ganz wichtig, dass ich das hier nochmal erwähne. Wir wollen uns jetzt nicht als Verkaufsförderer für irgendwelche Fahrzeughersteller verstehen, sondern einfach einen Aspekt rausgreifen, der, ich sage jetzt mal, die Umwelt nicht ganz so sehr schädigt wie bisher Verbrennungsmotoren in Fahrzeugen. Wir müssen uns trotzdem bewusst sein, jedes Fahrzeug, das irgendwie hergestellt wird und Ressourcen verbraucht und auch Strom natürlich verbraucht, der ja irgendwie hergestellt werden muss, schädigt irgendwo die Umwelt. Das muss uns bewusst sein. Aber eben etwas weniger, als wir das vielleicht mit Verbrennungsmotoren machen, gerade was das Klima betrifft. Deswegen haben wir diese Veranstaltung trotzdem für wichtig gehalten, weil sie einfach in diesem, wie ich zugebe, ziemlich Wirrwarr von Informationen, die auf einen reinprasseln und irgendwelchen Zuschüssen, die es gibt und so weiter, einfach ein Stück Information und Klarheit geben soll. Und ich glaube, da liegen wir dann mit unserer Aufgabe als GUND doch wieder ganz richtig. So. Ich sehe in der Vielfalt übrigens ein Problem. Das okay. Merke ich jetzt schon bei meinen Fahrrädern. Ich habe mehrere Fahrräder für verschiedene Zwecke. Ja? Und können Sie nicht entscheiden? Ich habe die Weichen, nach Frankfurt zu fahren, aber auch ein ganz normales Unternehmen. Das ist natürlich dasselbe. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt überlege, es gibt Autos für verschiedene Zwecke, ja. Aber es ist ja so, dass ein Benziner mit einer Reichweite von 800 Kilometern für mehrere dieser Zwecke taugt. Ja. Das heißt, da habe ich ein Fahrzeug. Ja. Ja? Und nicht für die tägliche Fahrt zur Arbeit ein anderes, als für die Fahrt in den Urlaub. Okay, ich möchte diese Frage, die völlig berechtigt ist, zurückstellen. Jetzt kommt schon die nächste Meldung, denn die Diskussion, die wollen wir dann eigentlich anschließen, machen. Und deswegen, vielleicht gibt es auch jetzt in Folge der Vorträge, die wir jetzt noch hören, schon mal so den einen oder anderen Hinweis darauf. Aber wir diskutieren auf jeden Fall und das verspreche ich Ihnen. Ja, damit möchte ich Markus Michalla hier vorbitten. Okay, gut. Und ihn auch ganz kurz vorstellen. Also auch er ist wirklich vom Fach in jeglicher Hinsicht. Also er hat das wirklich gelernt. Er ist Diplom-Ingenieur und hat elektrische Antriebs- und Energietechnik studiert. Deshalb kann man es nicht mal. War auch im Industriebereich elektrische Energieverteilung lange tätig. Und heute, also das Thema hat ihn einfach gepackt und heute fährt er also nicht nur 100% elektrisch. Ich glaube, du hast dein Auto auch mitgebracht. Ne? Das ist ein Roller. Oder Roller, ja. Er hat einen Roller dabei. Sondern er bewohnt, das ist eigentlich dann der Anknüpfungspunkt, ein energieautarkes Haus. Und so sind wir eigentlich auch zusammengekommen. Der BUND hat hier in Wehrheim vor einigen Monaten eine Veranstaltung gemacht über Photovoltaik und da hat er uns auch schon als fachkundiger Referent gedient. Deswegen sind wir so sicher, dass es auch heute wieder sehr interessant wird mit ihm. Nebenbei ist er dann noch, er kommt aus Friedrichsdorf und ist dort im Klimabeirat der Stadt Friedrichsdorf, die hat so etwas, für den NABU als Vertreter und ist Mitglied der Energiegruppe der lokalen Oberursler Klimainitiative. Also ausgewiesener Fachmann. Lieber Markus, ich erteile dir das Wort. Das Thema Elektromobilität ist jetzt in meinem Vortrag fokussiert auf die Bereiche Technik, Komponenten. Was haben die Fahrzeuge für Eigenschaften, wenn wir fertig sind? Ich brauche eine halbe Stunde ungefähr. Ich versuche mich auch daran zu halten. Wenn wir fertig sind, haben Sie wahrscheinlich mehr Wissen wie 80% der Autoverkäufer im Taunuskreis. Ist leider so, da ist die Fachexpertise für die Fahrzeuge noch sehr verbrennerlastig. Ich habe versucht, mal die Begriffe, die auch aktuell sehr in den Prospekten und in den Medien auch durch die Gegend marschieren, mal zu strukturieren. Genau, die Begriffe Hybrid und Vollelektrisch sind so die Schlagworte, die Sie auf Prospekten finden, die Sie in den Medien finden. Die versuche ich ein bisschen zu klären. Was sind eigentlich die Gemeinsamkeiten, die die Fahrzeugklassen haben? Erstmal haben alle einen E-Motor, alle haben eine Batterie.
und alle sind in der Lage, regenerative Bremsenergie zurück, Rückgewinnung in die Batterie zurückzuspeisen. Also was sehen wir hier? Wir sehen die Hybride, zwar auch alle Komponenten eines vollelektrischen Fahrzeuges beinhalten, aber additiv dazu noch einen Verbrennungsmotor haben. Das bedeutet, dass der Hybrid in erster Linie eigentlich ein Verbrennungsmotor-Auto ist, also ein fossiles Auto, aber den Elektromotor als Unterstützung dazu hat. Die Kategorien gehen sehr weit auseinander. Ein Mild-Hybrid kann gar nicht elektrisch fahren, das ist eine reine Hilfsunterstützung für den Verbrennungsmotor. Der Vollhybrid kann zwar elektrisch fahren, kann aber nicht über den Stecker geladen werden. Das heißt, dass der Motor hier auch die elektrische Energie für den Akku bereitstellt. Und erst der Plug-in-Hybrid ist in der Lage, auch extern per Kabel und Stecker beladen zu werden. So, und natürlich das vollelektrische Auto, und das ist auch mein Fokus jetzt, die nächsten Folien, ist dann das Fahrzeug, was nur mit Batterie auskommt und was auch dann von außen geladen werden muss. Wasserstoffdebatte sehe ich hier nicht. Ist vorhin schon kurz angeklungen. Momentan finden Sie praktisch kein Fahrzeug, was Sie wirklich kaufen können zum vernünftigen Preis. Und wenn Sie es denn hätten, finden Sie keine Lademöglichkeit zum Nachtanken. Deswegen, das ist eine Sache, die wir vielleicht irgendwann in 10 Jahren mal haben, auch im Individualverkehr. Aber es spielt momentan nicht die Geige und will ich auch gar nicht thematisieren. Können wir nachher gerne in die Augengespräche drüber reden. Warum das sich auch schwer tun wird, gegen batterieelektrische Fahrzeuge mithalten zu können, vor allem. So, wir gucken mal auf die Komponenten, die in so einem Auto drin sind. Also wie gesagt, rein batterieelektrisches Auto, was wir uns angucken. Die Kernkomponenten, um die es hier geht, sind jetzt schon durchnummeriert und wir gehen einfach mal diese Kernkomponenten durch und erzählen ein bisschen was dazu. Was man sieht, klar, Ladeanschluss braucht man auf jeden Fall. Das Auto ist nicht in der Lage, zumindest die allermeisten Fahrzeuge nicht, außer über ein Kabel geladen zu werden. Ja, außer sie parken es nachts auf dem Berg und rollen am nächsten Tag runter, aber sie müssen ja vorher auch irgendwie hochkommen. So, dann die Batterie, das wahrscheinlich kritischste Bauteil im ganzen Fahrzeug, das, ich denke, auch nachher zu kontroversen Meinungen und Diskussionen geführt wird, ist eine ganz spezielle Geschichte. Komme ich nochmal separat drauf. Dann Leistungselektronik, ist klar, Sie haben hier Leistungen von 50 kW bis 600 kW, muss man sich daran gewöhnen, dass in der Elektroautowelt gibt es diese PS-Zahl nicht mehr. Das ist den meisten am Anfang sehr, sehr fremd, alle reden über kW und niemand redet mehr über Literverbrauch, alles ist in Kilowattstunden angegeben, was Energie betrifft und alles, was Leistung betrifft, ist in Kilowatt angegeben. Sie finden keine PS-Angaben mehr. So, dann natürlich der Elektromotor. Der kann hier vorne sitzen, der kann hinten sitzen. Kommt gleich nochmal eine separate Folie für den Bereich Motor. Sie brauchen unbedingt ein Batteriemanagementsystem.